Nochmal. Das Mü-Prinzip in Worten. Wähle die Aktion, die im Erwartungswert den höchsten Gewinn bringt. Wir hatten gesagt, hier die Wahrscheinlichkeit für den dritten Zustand muss 0,4 sein, weil die sich auf 1 addieren müssen. Und Erwartungswert bedeutet hier quasi der gewichtete Durchschnitt über die drei Zustände. Okay, für Aktion, ich zeige Ihnen, wie das berechnet wird. Also für Aktion 1 wäre die Beurteilungsgröße dann eben 0,1 mal 20, weil wir wissen ja, der Zustand 1 tritt mit Wahrscheinlichkeit 10% ein und bringt uns einen Gewinn von 20. Deswegen 0,1 mal 20 plus 0,5 mal 30, weil wir wissen, Zustand 2 passiert mit 50% Wahrscheinlichkeit und bringt uns einen Gewinn von 30. Und 0,4 mal 40, weil wir wissen, Zustand 3 tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% ein und bringt uns einen Gewinn von 40. Und wenn wir das alles eingeben, erhalten wir 33. Okay? Und diese 33 ist dann die Beurteilungsgröße für Aktion 1. Der quasi gewichtete Durchschnitt, den wir erwarten bei Aktion 1 und wonach gewichtet? Nach den Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und wenn wir das für jede Beurteilungsgröße machen, sehen wir bei Aktion 2 haben wir dann einen Wert von 51, bei Aktion 3 einen Wert von 58 und dann nehmen wir eben die Aktion, die uns im Erwartungswert das meiste bringt, also Aktion 3.